Hi, ich bin Annika und mein Motto ist: Achte auf dich selbst und koch dich fit. Dazu die Petersilie, ein wahres Energiebündel, und der Couscous. Denn wir stellen heute die Petersilie in den Vordergrund. Ich fange auch direkt an. Den Couscous habe ich eingeweicht, dass er gerade so bedeckt ist. Dazu getrocknete Tomaten, wunderbar fein geschnittene rote Zwiebeln, die bringen eine leichte Schärfe. Dann noch Oliven, eine kleine bittere Note. Dann meine Petersilie. Ich hatte gesagt Energiebündel, denn hier steckt ungefähr genauso viel Vitamin C drin wie eben in der Zitrone. Finde ich ziemlich super. So, auch die Petersilie mit dazu. Jetzt noch zum Verfeinern die Zitrone. Hier aber nur die Zitronenschale. Das Weiße wird immer bitter und wollen wir deswegen nicht in unserem Salat. Das reicht uns schon. Jetzt ein gutes, kaltgepresstes Olivenöl. Und dann natürlich würzen ist das A und O. Steinsalz und Pfeffer. Frisch aus der Mühle, besonders aromatisch. Und dann noch Fenchel als kleiner Feinschliff. Das Ganze zusammen mit der Petersilie ist ein wunderbar frischer Salat. Er ist sehr schnell, braucht nur ein wenig Vorbereitungszeit, um den Couscous quellen zu lassen. Ein Energielieferant und die Petersilie dient zusätzlich als natürlicher Geschmacksverstärker. Ich finde, das sieht wunderbar farbenfroh aus und jetzt ist Zeit für mich anzurichten. Die erste Portion ist fertig. Ich sag, bleibt gesund und lasst euch den Tabuli-Salat schmecken.